Der wahrscheinlich schon, muss aber leider fix los. Benzinschlauch für Motor. Okay. Ja, dann holen wir den Benzinschlauch. Viel Spaß dabei. Das Ding. Oha, das ich ist doch der Ding. Eine Ding. Okay. Ding? Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging. Sie meinte. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Ich mag Alberto. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Der erinnert mich immer voll an Yoda. Der Alberto. Alberto. Ich weiß gar nicht, wer Pilger wird. Soll ich vielleicht nicht sagen. Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo, lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht, aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Maxine, danke dir für den Follow. Hello. Die GRE-Tests. Tests? Du meinst GRE-Tests? Weißt du, dass sie versucht hatten, hier einen Impfstoff zu entwickeln, als sie die Mauern bauten? Alles brach innerhalb von wenigen Wochen zusammen. Eines Tages verschwand Federico einfach so. Wir hatten Fußball gespielt. Ich ging danach nach Hause. Er auch. Und ich sah ihn nie wieder. Ich bin sicher, dass sie ihn geschnappt haben. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, er war nicht das einzige Kind, das in jenem Winter verschwand. Vielleicht macht Sven das ja einerchen. Wer weiß, was mit dem Benzinschlauch vorhat. Es gab noch andere? Zwei Mädchen verschwanden zur gleichen Zeit aus dem Nachbargebäude. Und noch weitere in der ganzen Stadt. Und keines der Kinder wurde je gefunden? Nein, aber nach dem, was Federicos Mutter sagte, glaube ich zu wissen, was passiert ist. Federico war einen Monat zuvor mit Lungenentzündung im Krankenhaus gewesen. Seiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ein GRE-Doktor Blutuntersuchungen angeordnet hatte, aber sie wollten ihr nicht sagen, warum. Eine Woche, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er verschwunden. Kannst du dich an den Namen des Arztes erinnern? Keiner kannte ihn. Und im Krankenhaus rückte ihn niemand heraus. Nur, dass er sich um geheime GRE-Angelegenheiten kümmerte. Dann brach überall die Hölle los. Die GRE brach zusammen. Danach wurden einige der Kinder im Zentralring gesichtet. Aber nicht Federico. Jeden Tag frage ich mich, was mit ihm geschehen ist. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Und dass du ihn irgendwann findest. Hallo Sarah, ich habe gerade gesehen, du hast geschrieben, Frühschicht. Alberto. Okay, Sarah braucht sehr viel Kaffee anscheinend. Hermann redet ja nicht, ne? Der grillt mich ja nur an. Hermann, es ist besser für die Welt, wenn du still bist. Nicht in deiner Liga. Ich mag den. So stelle ich mir einen Mann vor, Kaffee. Oh ja, nein. Hey, nein. Du, Trockenpflaume. Huh? Lass uns saufen. Ich bin keine Trockenpflaume. Lass mich doch mal vorbei. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie
auf und esse ihre Eingeweide. Birdie. Ralph. Auf euch. Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Ich wette, ich muss mich am Ende entscheiden, ob für den Bazaar oder die PKs, oder? Über meine Schwester. Tut mir leid. Na, vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Ich soll das R mehr rollen, oder was? Alberto. Ernächer möchte, dass ich das R mehr rolle. Okay, wir müssen ja so grün. Ist das so grün? Ha! Warte mal, haben wir. Oh. Doch, warte mal, war doch richtig, ne? Ja. Haben wir die schon? Ja. Okidoki, dann. Das ist ein Schreihals. Gut, gut, gut. Das solltest du dir mal ansehen. Okay. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Oh no. Oh no. Wenn sich Banditenangeln benutzen als Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren. Da. Ja. Toll. Ich glaube, ich habe gerade nur einen Holzknüppel in der Hand. Shit. Das Lager Totem muss ich also holen, okay. Richten Sie eine Sicherheitszone ein, für den sich zusätzlich. Ah ja. Nicht viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Mhm. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Mhm. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel.
Eigentlich müsste ich die Leute zuerst ausschalten, die Verstärkung rufen. Ja, das wird ja witzig. Von welcher Seite aus gehen die denn jetzt? Müsste von der Seite kommen, ne? Ab wann sehen sie mich denn? Das ist die Frage. Tarnung. Oh ja, ja. I know. Planänderung, Aiden. Was? Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Na toll. Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tue, was ich kann. Die mal mit ihrem Schnell, weißt du? Macht mich richtig kirre damit. Kommen wir denn rum? Eieiei. Da ist man einmal im Löckwäscher fängt, findet sich dann hier. Ja. Ich bin heute DK mit Knüppel in der Hand. Okay, dann schaffe ich das. Oh, close. Weißt du, sagst du zu mir Vordereingang? Soll ich nicht nehmen? Aber wirklich eine andere Wahl habe ich ja auch nicht, wa? Okay. So, da oben läuft ein Boy. Ah, ein Bug duckt durch. Was ist denn der? Kommt er zurück? Ich würde den. Ich glaube, ich mache einfach. Ich mache einfach Hinterhalt Taktik. Die Frage ist nur, wo läuft der lang? Schleichen übe ich noch. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war es nicht, Herr Officer. Ich komme mich immer noch aus. Immer noch. Aber geht es dir dann wenigstens mittlerweile besser oder ist immer noch so heftig bei dir? Ob ich mit dem Speer schießen soll, ist so die Frage. Ah, das ist meiner, ne? Hallo. Okay, meine Boys sind auf jeden Fall auch im Busch. Da hinten ist einer. Der läuft nach rechts. Wo hält denn der an? Warum habe ich einen Ziegel? Ich will keinen Ziegel. Das da hinten. Hier stimmt was nicht. Hier geht irgendwas vor sich. Mittagsschlaf. Ich musste mich die letzten Tage auch mega erholen. Komm mal runter. Nein, nicht den holen. Wie? Wer? Nein, er hat ihn gesehen. Wir müssen das melden. Und Scheiß wirst du melden. Hier wird gar nichts gemeldet. Husten nervt wie Sau, glaube ich dir. Husten und Schnupfen finde ich sowieso. Schnupfen finde ich noch viel schlimmer als Husten. So, hat er den jetzt runtergecallt? Nee, war. Kippen, okay. Wo ist der nächste Boy? Die Frage ist, ob ich mit den Ziegeln arbeiten soll oder nicht. Ich probiere es mal ohne. Wo ist der nächste oben? Da oben ist einer. Wie komme ich an dich ran? Okay, der dreht sich um.
Aber hast du überhaupt Pause gemacht, Mario? Nee, ne? Was ist denn der Boy? Komm zurück. Ich sehe nicht. Doch, da hinten steht er. Komm mal zurück hier. Ich bin gar nicht da. Geht neben mir eine Treppe hoch? Hallo? Ja, da geht eine Treppe. Warum kommt denn der Boy jetzt nicht zurück? Ich wollte den eigentlich von hinten snacken. Jetzt chillt er da oben. Jetzt kommt er runter. So ein Alarm-Heini auch noch. Von Arbeit, Pause, meinte ich. Okay. Sneaky Luga. Ich vermute, wir müssen da hochlaufen. Ist hier noch einer? Sarah, ich versuche heute sehr, sehr viel zu looten, by the way, ja? Aber ein Gegner? Nö, ne? Sehr kein. Wo muss der Pilger hier alles machen? Okay. Ist oben einer? Oben ist einer. Komme ich dann noch? Nee, ne? Hm. Bewegt er? Also mehrere. Ja. Oh mein Gott. Oh, mein eigener Boy hat mich erschrocken, ey. Warum killt denn der den nicht? Wenn er hier schon so rumsteht. Ach, der läuft. Der ist da oben, okay. Müssen wir zuerst den machen? Der raucht nur, ne? Ist ja noch ein. Hi. Das ist bestimmt Carlo. Wenn ich den da töte, der chillt ja da nur, ne? Ich bin verdammt durstig. Der guckt von oben. Okay, warte mal. Was haben wir? Haben wir Versteckmöglichkeiten? Da hinten? Ja, ne? Wie? Okay, wenn der sich umdreht, dann läuft der, glaube ich, auch zurück. Ich muss auf den Dude aufpassen, der hat die Kacktrommel dabei. War doch von Freitag bis Montag. Na gut, von Freitag bis Montag ist ja, ne? Bis nächste Woche Freitag um Zeit, heftig. Okay, winken wir zuerst. Guckt der, wo guckt denn der hin? Boah, ist das scheiße hier. Machen wir das jetzt am schlauesten? Ohne dass ich auffliege. Zuerst oben, oder? Aber um hochzukommen. Guckt der hier runter? Aus wem soll das jetzt helfen? Hat er mich gesehen? Willst du mich verarschen? Fuck. Wie kann das sein?
Wie ist das passiert? Du bist tot. Aua, kommst du da hin? Versuch das mal. Wo ist denn der? Ich seh die gar nicht, Alter. Aua. Halt die Klappe. Oha, der hat mich Fickfresse genannt. Was ist mit dir? Oh, ich muss ganz nach oben, warum? Halt dich fest hier. Okay, da lang. Das gleiche war jetzt im, viel im Kundenkontakt. Wahrscheinlich bei ihm angesteckt, hä? Beruhig dich halt, oder? Echt, ey. Hast du mich beleidigt? Was ist mit. Was ist mit dem? Moment. La la la. La la la. Gefährliches Gebiet. Danke. Hat das, was genau hat das jetzt gebracht? Jetzt habe ich das. Hallo? Ach, tagsüber bringt mir das nichts. Cool. Dann ist ja schön, dass gerade Tag ist. Ich lasse es mal aus. Na gut, okay. Komme ich jetzt hier runter, ohne zu verrecken? Okay, die Fahne, die ist da hinten, ne? Das ist das Ding hier. Das da. Okay, gut hier. Ich war schon etwas verwirrt. Mit Treppen untersteigen habe ich es in dem Game so, ehrlich gesagt. So, meine ganzen Krieger sitzen jetzt hier in den Büschen, ne? Aber wirklich machen tun die ja auch nichts. Wenn ich mit dem Speer schmeiße, dann ist das doch... Okay, ich kann darüber oder darüber gehen. Was ist das hier? Ist hier noch mehr? Ich bin gar nicht da. Da drüben... Wird mir irgendwas angezeigt. Richtig viele haben das möglich anzustecken, hat mein Dad bitte. Okay. Ja, passt man einmal nicht auf, ne? Ist so heftig, wie schnell das gehen kann. Ist hier gar keiner? Da hinten sehe ich halt einen. Ich den jetzt schmeiße, ne?